So, Freunde, und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon der Künste im Himmel. Ja, im letzten Part hatten wir einiges zu bereden und das mit Plauderguy, den anderen Guildmitgliedern und natürlich auch Pandir. Danach haben wir noch die Wasserfallhöhle erkundet, haben ein Raubier eskortiert, das sich uns auch angeschlossen hat danach. Und Kabuto war auch ein Klient und hat sich uns auch angeschlossen. Alles in allem ein ereignisreicher Part, auch wenn ich ihn ein bisschen in die Länge gezogen habe. Und wir müssen anscheinend Wachdienst schieben und das sieht mir sehr aus wie Glurak. Ja, das sieht aus wie Glurak. Dieser Fußabdruck gehört doch Glurak, oder? Ja, das war richtig. Ich hätte so geweint, wenn es falsch gewesen wäre. Okay, an der Stelle kann ich eigentlich auf wild drauf losraten und das ist hundertprozentig Knofensa. Das erkennt ein Blinder. Ja gut, ich meine, einige von euch beschweren sich ja immer, dass ich in der Hinsicht ein bisschen langsam bin und ich glaube, das ist Mauzi. Das sollte Mauzi sein. Wenn nicht, weine ich doch. Ja, wie schon gesagt, ich bin da ein bisschen empfindlich. Ich meine, ich möchte schon richtig liegen. Ja, das ist... Ist das Tyrekrok? Nein, das ist Glumanda, oder? Das sieht mir aus wie Glumanda. Hexe-Pokémon, okay. Glumanda. Ja, es ist alles in allem eigentlich bisher ein gelungener Start. So, das ist... Lobrero? Das ist Lobrero. Ja, muss es sein. Ich meine, zu Snubilicat passt es nicht. Galagladi? Nein. Evoli auch nicht. Niemals. So, einfach, Das wird, denke ich, Panzerion sein. Das sieht sehr vogelähnlich aus und Panzerion ist ja so ein Stahlflug-Pokémon. Ja, damit haben wir insgesamt 10.000 Punkte. Ich hoffe, ihr seid zufrieden jetzt und ja. Ja gut, was ich auch noch erwähnen wollte, ja, wir kriegen jetzt einige Sachen, das ist schon klar. Was ich auch noch erwähnen wollte ist, ich wollte es demnächst so gestalten, wie Light es mir mal vorgeschlagen hat, also der gute Light Gaming. Damit die Parts nicht mehr ganz so langweilig sind, und ich nicht irgendetwas laber, was irgendwie niemanden interessiert, könnt ihr mir gerne ein paar Fragen stellen, das gerne auf Twitter oder auch immer unter einem Mystery Dungeon Part. Und natürlich werde ich diese Fragen natürlich beantworten und das eigentlich, ja, ich meine, ich habe sehr viel Zeit in Dungeons und wenn mir mal der Gesprächsstoff ausgeht, dann werde ich auf diese Fragen zurückgreifen und es werden eigentlich immer alle Fragen drankommen. Deswegen seid einfach gespannt und schreibt Fragen überall, wo es geht. So, und ja, das war ein sehr erfolgreicher Tag mal wieder. Das war nicht mal 3 Minuten, aber okay. Ja, danke Krakelio, dass du uns immer so liebevoll aufwächst. Das ist doch immer das Gleiche mit dir. So, einfach nicht speichern und dann melden wir uns wieder zum morgendlichen Appell. Gibt es heute irgendetwas Besonderes zu bereden? Nein, ich denke nicht. Aber ich denke mal, Plauderguy wird uns wieder ein paar Missionen aufgeben, natürlich, oder? Seht nach Jobs auf dem Job-Infobrett und dem Ganoven-Infobrett. Erledigt die aufgelisteten Jobs, das wird für heute reichen. Verstanden? Nicht den Plagen sagen, okay? Nun, wenn ihr verstanden habt, dann auf ans Werk. So, ja, gesagt, getan. Oder das tun wir eben noch. Und wie immer gucke ich jetzt auf dem Ganoven-Infobrett und es gibt anscheinend schon Mission für den Apfelwald, nehme ich mal eine an. Wasserfallhöhle mache ich jetzt aber zuerst, weil es gibt da 2 Missionen, also... So, ein Pokémon ist verschwunden, bring mir das Item Chaos Orb. Habe ich nicht nur ein Chaos Orb? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den habe ich sogar verkauft. Ich weiß nicht. Habe ich noch Platz? Nein. Also mir ist jetzt egal, ich werde einfach diese Mission erledigen und dann sehen wir einfach weiter. An sich habe ich ja keinen Platz mehr für eine weitere Mission, deshalb ist mir diese Chaos-Op-Mission auch relativ egal. Ja. Gut, dann sehen wir uns natürlich wieder in Schattstadt um, wie wir es auch schon gewohnt sind. Ich glaube, ich verkaufe jetzt einfach immer erstmal was verkaufen. Richtig. So, ja, der Samen. Wobei, Flair-Samen behalte ich noch. Der ist gut. Kleinkäse, Spezialband. So, genau das verkaufen wir. Und ich dürfte jetzt wieder relativ lustig sein, sodass ich mir sogar ein paar Belebersamen mehr kaufen kann, ja. Aber anscheinend habt ihr keine Belebersamen. Och, schade. Dann halt Floraumi, das ist auch okay. Das geht in Ordnung. Xatu, du hast immer noch nicht geöffnet. Dann werde ich jetzt etwas lagern. Das war das Floraumi, das Gelbgummi. Und, ja, doch, das ist alles. So, und zum Schluss möchte ich dann
doch noch ein bisschen Geld lange, weil ich doch ziemlich viel Geld habe. Und wenn ich jetzt drauf gehe, was ich jetzt nicht hoffe, dann ist es schon mal sicher. So. Und wir begeben uns einfach gleich auf Erkundung. Dieses Mal auch ohne Escort-Mission. Also ich denke, schon nur Escort-Missionen sind eigentlich nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Ich meine, in den meisten Fällen haben mir diese Klienten auch wirklich geholfen, aber im späteren Spielverlauf wird das halt nicht mehr so sein. Ich meine, diese Klienten, die werden ja eigentlich immer Level 9 bleiben, so wie ich es in Erinnerung habe. Zumindest in Erkundungsteam Zeit und Dunkelheit waren sie auf Level 7 auf jeden Fall. Aber es hat sich auch nie angepasst auf die Mission. Das heißt, hätte ich jetzt irgendjemanden zu, was weiß ich, zu der Salzwasserhöhle oder so erkunden, also eskortieren müssen, dann hätte ich richtige Probleme gehabt. Und Halleluja, das sind mal wieder sehr viele. Hallo Schwerbe, hallo Fellino. Und mein Absauber ist schon wieder daneben gegangen, das finde ich nicht so schön. Wirklich nicht. So, aber wir erreichen Level 14, das finde ich sehr schön. Wurde aber auch mal Zeit, ganz ehrlich. Und du erreichst auch Level 14, das finde ich auch schön. Ja gut, endlich haben wir die Treppe gefunden und es geht auch weiter zu Ebene 2. So, das ist auch schon die nächste Treppe. Ruckzuck gibt auf die Schmerbe und ja, das ist besiegt. Easy, so. Also ich habe das Gefühl, heute läuft alles gut. Heute bin ich auch ein bisschen zuversichtlicher, ein bisschen schneller. Und insgesamt habe ich auch vor, das Let's Play auch ein bisschen fröhlicher zu gestalten. Oder wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht. Ich bin gerade gut gelaunt. Wieso auch nicht? Und nein, 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 ich will nicht zurückschrecken. Nein. Böses Loturzel. Gefällt mir nicht. So. Und schon wieder die Treppe. Das ist nice. Nice. Eine Zielebene erreicht und ja, tolle Sackgasse. Immer diese tollen Sackgassen. 37 Poke. Okay. Was müssen wir machen? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott. Hör doch mit dem Blubber auf. Besonders auf Soba, das macht überhaupt keinen Sinn. So, hier ist die Treppe, aber wir haben hier noch irgendwas zu erledigen. Kommt her, kommt her, kommt her, Jungs. Vielleicht sollte ich mir die Absorber für die Ganoven noch sparen. An sich ist Feline ja nicht schwer zu besiegen. Ich meine, es könnte Lebensschuss machen, was ziemlich cool ist. Das kann unser Sober ja auch. Und Umklammerung, natürlich. Aber Tangela ist natürlich kein Problem für uns. Wir sind doch die Elite. Wir sind, okay, wir sind noch nicht die Elite der Erkunde, aber ja. Mit der Zeit werden wir halt immer besser. Und das zeigt sich auch an den Missionen, die wir dann bekommen. Wirklich, ich soll... Oh Gott, das ist schon wieder dieselbe Sackgasse, in die ich da reingelaufen bin, oder? Ja, natürlich. Wo ist denn unser Klient? Oder was sollen wir überhaupt tun? Was sollen wir tun? Ja, wow. Soba macht das einfach allein. Das ist eigentlich ein Tangela, welches eine Bodenattacke resistet, aber nein. Nein, Lebensschuss ist einfach viel zu OP. Ach komm schon, was sollen wir überhaupt tun? Ah, schon lobe ich mich schon, funktioniert einfach gar nichts mehr. So, Slimer, du musst doch hier irgendwo sein. Ach, da bist du. Perfekt. Ja, an sich verläuft es sogar doch relativ schnell. Also ich schaffe schon einiges und ich sollte easy, jetzt meine nächsten Missionsziele erledigen. Ich weiß nicht, ansonsten habe ich hier eigentlich sehr, sehr gute Karten mit meinen Pokémon. Ich weiß nicht. An sich müsste ich mal nachgucken. Hole das Diebesgut zurück. Ja, ich weiß nicht mehr von welchen Pokémon. Ist egal. Loturzel muss ich festnehmen. Das ist okay. Ein Loturzel werde ich doch wohl schaffen. Ja, das sage ich immer, aber ja. Irgendwie muss ich ja auch zuversichtlich an die Sache herangehen. Ich meine, wenn ich gleich aufgebe, dann ist sowieso verloren. Und hier, der Kegelon-Markt hat doch einige interessante Sachen. Und jetzt habe ich natürlich kein Geld dabei.
Ja, Freundin, das ist der Grund, wieso ich eigentlich ungerne mein ganzes Geld lagere. Ja, das war nicht so schlau, aber egal. Wir merken uns einfach für die Zukunft. Ich nehme einfach immer wieder so 1600 Poke mit. Es kann an sich nicht schaden, also ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht sterben. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Und super, das war ein kluger Schachzug, muss ich schon sagen. Ich meine, H2 Oberstrover. Wow. Wow. Oh Gott. Manchmal hasse ich diesen Dungeon. Manchmal hasse ich diesen Dungeon. Und du bist der Verbrecher. Du bist der Verbrecher, das ist gut zu wissen. Ah. Ah, okay, ich hab's verstanden. Okay. Ich habe mich schon gewundert, wo war denn der? Oder habe ich die Ebene verwechselt? Nein, tatsächlich nicht. Interessant. Aber dieses Tangela kam einfach daher und hat einen Absorber gemacht. Das finde ich nicht so schön. Dass hier aber auch Pflanzen-Pokémon sein müssen. Und dass es mit seinem Absorber auch noch trifft. Das ist noch viel schlimmer. Na gut, ich will euch nicht aufhalten. Wir gehen jetzt einfach weiter. Lotuzze habe ich ja besiegt. Und ja, an sich war es irgendwie auch schwierig, diese Ganove überhaupt ausfindig zu machen. Ich meine, da stand ja auch gar nicht, welcher Ganove es war. Naja, solche Missionen muss es wohl auch geben. Und so, du bist wahrscheinlich das Schmerbe, das wir besiegen sollen. Und ja, nein, doch nicht. Nein, 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 nein. Hier ist eine andere Zielebene. Hier mussten wir irgendwas anderes machen. Das war kein Ganove. Denn Ganoven haben wirklich noch einiges mehr als 111 KP. Ach, Lotuzze. Soba, könntest du das bitte aufheben? Ja gut, ich weiß, dass es von der Spielmechanik her nicht geht, weil du uns immer hinterherläufst. Doch, warte. Okay, es geht doch nicht. Schade, egal. Und wir dürfen jetzt unserem letzten Gegner hier gegenüberstehen. Ja, Lotuzze. Soba, kannst du bitte einen Lebensschuss machen? Das wäre ultra nützlich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Soba ist eine Bereicherung, auch wenn dieser Absorber von Tangela ziemlich mies war. Sendkopfstoß? Sendkopfstoß? Dein Ernst? Es lernt einfach eine neutrale Attacke, aber egal. Ich sag doch, Lebensschuss macht das für uns. Diese halbe Initiative bringt schon ziemlich viel ein. Und ja, das war gerade wieder gefährlich, aber ich habe nicht gesehen, welches Pokémon das war. Also, Tangela, dich übernehme ich jetzt einfach immer selbst. Also, ich meine, so belehrsam zu verstehen, ist einfach nur traurig. Es ist nur traurig und ich hätte eigentlich die Dungeon verlassen können, aber nee, hier sind nur Items und die sammle ich auch ein. So, Lagomi und 45 Poké, aber jetzt kann ich gehen. So, wir kriegen jetzt ziemlich viele Belohnungen und ja, kannst gerne beitreten. Warum nicht? Habe ich gerade einen Namen für dich? Nein, eigentlich nicht. Können wir ja ändern, wenn wir dich entwickeln, aber das wird erst ganz, ganz am Ende sein. So, Spezialband mit Kombi, ja, das verkaufe ich sowieso immer. Aber wen kümmert's? So, heilsam. Ja, das ist ganz okay, das ist ganz okay. Heilsam kann ich zwar gebrauchen, aber ich meine, andere Items sind da schon nützlicher und Palim ruft, kommt alle, das Abendessen ist fertig. Ja, lasst uns. Stopp, alle herhören. Bevor wir heute zu Abend essen, ich habe eine Neuigkeit zu verkünden. Hey, hey, hey! Na, rück schon raus damit, wir wollen essen. Du hältst uns davon ab, dieses köstliche, vor uns liegende Essen zu vertilgen. Ich bin entrüstet. Hiek, das ist so ungerecht. Ich werde gleich ohnmächtig vor Hunger. Buh, buh. Ruhe. Es muss Ruhe herrschen. Herrgott. Ich bin mir sicher, dass die Auswahl der Expeditionsmitglieder euch alle beschäftigt hat. Unser Gildenmeister hat endlich seine endgültige Entscheidung getroffen. Boah. Donnerwetter. Endlich steht es fest. Die Mitglieder werden bei der Ansprache morgen früh bekannt gegeben. Ihr dürft euch darauf freuen. So, tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife, legt los! Lasst uns essen, ja. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich hatte auch den ganzen Tag nicht zu essen. Aber ja.
Morgen werden endlich die Mitglieder der Expedition bekannt gegeben. Das macht mich irgendwie nervös. Ja, ich weiß, Plaudergeil sagte, wir sollen nichts erwarten. Schließlich haben wir Knudeluft keiner der perfekten Äpfel gebracht, die er so liebt. Aber danach haben wir uns doch richtig angestrengt, oder? Wir haben unser Bestes gegeben. Selbst wenn wir nicht ausgewählt werden, bereue ich nichts. Ich bin müde. Ich freue mich auf den aufregenden Tag morgen. Gute Nacht. Oh ja, ich auch. Also. Keine Reue. Aber, wenn wir nicht ins Expeditionsteam gewählt werden, dann wird Flamdi am Boden zerstört sein. Flamdi gibt sich so viel Mühe. Ich hoffe, Flamdi darf mit auf die Expedition. Wenn wir beide ausgewählt werden, dann könnte diese besondere Fähigkeit von mir von Nutzen sein. Da fällt mir auf, ich hatte in letzter Zeit gar keine Schwindelanfälle mehr. Ich glaube, es ist eine nützliche Fähigkeit. Aber es ist frustrierend, dass ich diese Vision nicht steuern kann. Wenn ich über alles zu viel nachdenke, kann ich nicht einschlafen. Ich sollte jetzt besser auch schlafen. Gute Nacht, Flamdi. Ich hoffe, du wirst morgen früh ausgewählt. Das Problem habe ich übrigens tatsächlich. Also, wenn ich zu viel nachdenke, kann ich wirklich nicht einschlafen. Aber ich glaube, das Problem kennen viele von euch. So. Da ist es. Ein weiteres Zahnrad der Zeit. Es ist der zweite. Nun bleiben noch drei Zahnräder der Zeit. Ich muss sie holen. So, und der nächste Morgen startet schon wieder. Natürlich werden wir wieder von Kakelo angebrüllt. Wie soll das auch anders sein? Und endlich werden die Expeditionsmitglieder angekündigt. Leute, ich bin so gehypt. Nur dann. Ich werde nun die Expeditionsmitglieder bekannt geben. Gildenmeister, die Liste bitte. Plaudergeil nimmt die Liste mit den Namen der Expeditionsmitglieder von Knudeluf entgegen. Die ausgewählten Mitglieder sind hier aufgelistet. Tretet vor, wenn euer Name aufgerufen wird. Endlich ist es soweit. Mein Herz schlägt wie verrückt, Menschenskind. Ich werde ohne weitere Umschweife bekannt geben, wer ausgewählt wurde. Unser erstes Mitglied ist Krakelo. Ja, geschafft! Aber wenn ich darüber nachdenke, war ja klar, dass ich ausgewählt werden will. Ja, ist doch klar. Juhu! Das sagst du. Jawohl, ja. Soll das heißen, dass er nicht mal nervös war? Als nächstes kommt Krebschor. Hey, 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 geschafft. Ich wurde ausgewählt. Hey, hey. Puh, bin ich erleichtert. An deiner Stelle wäre ich auch erleichtert. Der nächste. Oh, was ist das? Was für eine Überraschung. Unser nächstes Mitglied ist Miliza. Wirklich? Wirklich und wahrhaftig? Menschenskind. Ich gehe auf die Expedition. Ist irgendetwas, Miliza? Komm. Tritt vor. Ich will ja wirklich, aber ich bin gerade ganz überwältigt. Meine Beine wollen sich nicht bewegen. Meinetwegen ignorieren es. Und fahren wir fort. Als nächstes haben wir Sonflora und Palimpalim. Oh, wir auch? Ink, auweia. Ja, und damit ist das Expeditionsteam komplett. Oh. Schade. Ich dachte wirklich, wir werden ausgewählt. Tja, wie es aussieht, sind diese Nieten ausgeschieden. Hehe, geschieht ihnen recht. Sie haben es sich verdient. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Damit hätten wir die Expeditionsmitglieder... was ist das? Da ist noch etwas auf dem Rand gekritzelt. Der Gildmeister hat wirklich eine krakelige Handschrift. Das ist kaum zu entziffern. Arg, würde ich laut sagen, was ich jetzt denke, hätte es unschöne Folge. Am besten halte ich einfach die Schnabel. Ja, das tust du am besten. Nun, sag schon endlich. Wie es aussieht, gibt es noch mehr Expeditionsmitglieder. Und zwar Dicta, Dictri und Libunkel. Oh, und Flimby und N. Das ist alles. Moment mal, was? 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 Gildmeister, ich glaube, auf dieser Liste steht... Da steht jedes einzelne Gildmitglied. Yep, das stimmt. Nun gut, wie es aussieht, war das ganze Auswahlverfahren sinnlos. Außerdem müssen wir die Gilde leer zurücklassen, wenn wirklich alle gehen. Bist du sicher, dass wir gehen sollten, ohne dass jemand hier bleibt, um auf die Gilde aufzupassen? Es wird schon okay sein. Wir werden gut abschließen. Wow. Gildenmeister, ich habe auch ein paar Bedenken. Glaubst du nicht, dass vielleicht zu viele Mitglieder auf die Expedition gehen? Wenn ein Freund so etwas fragt, muss ich mich schon fragen, wieso? Ich meine, wieso müssen wir überhaupt alle gehen? Was hat es denn für einen Sinn, dass jeder mitmacht? Natürlich ergibt das Sinn. Ich meine, wenn alle gehen, macht es doch mehr Spaß. Was? Es wird ganz laut und aufregend und lustig werden. Als mir die Idee kam, konnte ich vor Aufregung nicht einschlafen. Was? So ist es. So sieht es aus, Freunde.
Wir gehen alle auf die Expedition und es wird ein riesengroßer Spaß. Geben wir alle unser Bestes, natürlich. Hurra! Wow. Tja, es ist beschlossen. Na gut, lasst mich den Ablauf erklären. Gleich im Anschluss findet eine Einsatzbesprechung für die Expedition statt. Diese ausgewählten Mitglieder, also alle, jeder von euch sollte sich auf den Beginn der Expedition vorbereiten. Vergesst nicht, dass dies eine Gildenexpedition ist. Teammitglieder, die nicht zur Gilde gehören, dürfen nicht mitkommen. Ihr könnt keine Mitglieder über den Palimpalim-Treffpunkt mitnehmen. Sie dürfen an der Expedition nicht teilnehmen. Denkt daran, wenn ihr eure Vorbereitungen trefft. Sobald ihr bereit seid für die anstehende Reise, kommt hierher zurück. Informiert mich dann, sobald ihr fertig seid. Das ist alles. Ihr könnt gehen. Wow. Ich könnte vor Glück schreien. Alle dürfen mit zur Expedition. Der Gildenmeister hat mich mal wieder überrascht. Ich zittere vor dem Schock. Ich dachte nicht, dass wir ausgewählt werden. Ich war total baff. Ich bin froh, dass wir nie aufgegeben haben. Hey, hey! Menschenskind, ich bin so froh, dass ich mit euch auf die Expedition darf. Oh, und nicht nur ich. Alle dürfen ja mit. Das ist wie ein Traum. Ich bin ganz bewegt und aufgewühlt. Das ist kein Traum. Es passiert wirklich. Wie auch immer, dass wir alle mitgehen, bedeutet auch, dass es eine Prüfung für uns alle sein wird. Darum schlage ich vor, dass wir uns Lehrlinge alle zusammenarbeiten. Und lasst uns auf dieser Expedition zu einem Erfolg machen. Yippie, das ist die richtige Einstellung. Ja, das ist sie. Lasst uns unser Bestes geben. Lasst uns zusammenhalten, wir schaffen es. Hurra! Und ich würde mal sagen, damit beende ich diesen Part auch. Ja, wir erhalten natürlich einen größeren Schatzbeutel und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao!